Kommentare. Fazibook. Autor Mara Riefisch. Schließen. Feedback. Schließen. Weitere. Schließen. Wo im letzten Jahr noch Pipo Lombardi am der SDS-Jurypult saß, soll in der diesjährigen Staffel Michael Wendler sitzen. Da es allerdings mit Wendler Juryauftakt Probleme gab, bot sich Pietro kurzerhand als Ersatz an. Michael Wendler erschien nicht zum der SDS-Auftakt. Nach der SDS-Malheur von Michael Wendler, Pietro Lombardi bietet Comeback an. Der SDS-Fans außer sich vor Freude, Wendler raus. Düsseldorf, die Rekals von Deutschland sucht den Superstar haben begonnen und die neue Jury ist startklar, bis auf einer, Michael Wendler. Der ist nämlich gar nicht erst zum vereinbarten Termin erschienen. Egal, wie Dieter Bohlen findet. Pipo Lombardi, der sehnlichst von seinen Fans vermisst wird, meldete sich jetzt auf Instagram zu dem Wendler-Drama und verriet, ob er seinen alten Platz in der DSDS-Jury zurücknehmen würde. Der SDS-Auftakt ohne Michael Wendler, Dieter Bohlen wenig begeistert, wie wir alle erwartet haben. Eine Frage, die sich viele Leute stellen: Wo ist eigentlich Michael Wendler? Der sollte nämlich zum der SDS-Rekal-Auftakt in Düsseldorf erscheinen, ist aber nie gekommen. So mussten die restlichen Jurymitglieder Maite Kelly, Dieter Bohlen und Mieke Singer die Gesänge der Nachwuchs-Goldkehlchen ohne den Schlagersänger bewerten. Der Grund für sein Ausbleiben war ein verpasster Flug aus den USA. Seine Entschuldigung: Eine Krankheit. Dass der Wendler später oder gar nicht kommt, wundert den Pop-Titan Dieter Bohlen nicht mehr. Der Wendler lässt sich nicht lumpen. Eigentlich ist er genauso, wie wir es alle erwartet hatten. Es ärgert mich überhaupt nichts, Leute, so Dieter. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Ein schon jeder SDS-Tag geht zu Ende. Werbung @ Mika Singer. Ein Beitrag geteilt von Dieter Bohlen mit Carina, Dieter Bohlen, am Ort 7, 2020 um 11.36 Uhr PDT Pipo Lombardi zurück bei der SDS. TV-Star verrät RTL, was es den Sender kosten würde. Einer, der in der letzten Deutschland sucht den Superstar Staffel für jede Menge gute Laune gesorgt hat, ist in der diesjährigen Staffel nicht mehr dabei. Pipo Lombardi. Obwohl er und der SDS-Urgestein Dieter Bohlen ein Herz und eine Seele waren, hat es in diesem Jahr nicht für einen Platz neben Busenfreund Dieter gereicht und das finden besonders seine Fans schade. Auf Instagram erkundigte sich jetzt ein User nach Pietros der SDS-Comeback. Dieter und du haben der SDS wieder geil gemacht. Kommst du wieder? Wendler raus. Darauf entgegnete der Sänger: Dieter Bohlen und ich sind auch ohne der SDS ein Team und ich weiß, dass Dieter mich als Juror wollte, aber manchmal kommt alles anders. Und zum Thema Wendler, ich denke, sie werden da schon eine Lösung finden, aber ich bin da, wenn es brennt. Das wird dann aber Safe 60 Euro kosten, wechselte auf Social Media. Ob sich RTL wohl auf dieses unschlagbare Angebot nochmal beruft? Es bleibt spannend. MRF.